Zurück bei der Synchronicity und ich rede nicht lange nur im heißen Brei, wir reden mit Colin. Colin, erzähl mir, was auf diesen unterirdischen Straßen passiert. Die Straßen sind sehr dunkel. Ich will nicht dahin gehen. Sie jagen mir Angst ein. Da gibt es kein Licht und lauter Geister. Es gibt da unten nur Schatten und Stimmen. Alle sind irgendwie traurig und wütend. Und sie sagen mir Dinge, die ich nicht hören will. Dinge, die ich nicht einmal verstehe. Zuerst habe ich mich die ganze Zeit versteckt, sodass sie mich nicht finden konnten. Oder ich bin stundenlang alleine im Dunkeln herumgeirrt, bis ich Emily getroffen habe. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Angst vor den unterirdischen Straßen, Michael. Weil sie immer dort ist. Oha. Du sagst, dass Emily sich um dich kümmert? Aber wie ist das möglich? Sie beschützt mich und sorgt dafür, dass ich keine Angst habe. Denn ich hatte früher schlimme Angst. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich habe nichts verstanden. Aber jetzt mit Emily an meiner Seite ist alles viel besser. Sie sagt, was mit mir passiert, ist normal. Ich bin einfach nur krank. Und die Krankheit ist bald vorbei. Und der Schmerz wird für immer weg sein. Oh je. Sie hatte auch schlimme Angst, als sie krank wurde. Emily hat dir gesagt, dass sie auch krank wurde? Ja, sie sagt, dass sie das auch durchgemacht hat. Dass sie vor einer Weile dieselbe Krankheit hatte wie ich. Sie hat sich auch sehr allein gefühlt. Und der Schmerz war unerträglich. Aber dann war es vorbei. Und daher soll ich mir keine Sorgen machen. Weil der Schmerz und die Angst vorbeigehen. Sie ist sehr nett zu mir, Michael. Sie ist zu jedem sehr nett, oder? Ja, Colin. Ja, das ist sie. Emily hatte dieselbe Krankheit? Nein, das kann nicht sein. War Emily eine Zerflossene? Durfte ich deswegen ihre Leiche nicht sehen? War das der Grund für all die Geheimniskrämerei um ihren Tod? Es klingt irgendwie, als ob die Zerflossenen halt, die lösen sich ja wohl innerlich auf, dass die irgendwo anders hinfließen und da dann irgendwie gefangen sind in irgendetwas. Das klingt sehr, ich weiß nicht mal, wie das ausdrücken soll, wie das klingt. Sehr unrealistisch, aber ist halt so leicht supernatural-mäßig. Jetzt fragen wir mal nach der Nachricht. Und was für eine Nachricht solltest du mir geben, die so wichtig ist? Sie hat gesagt, dass sie nicht zurückkommen kann, um bei uns zu sein. Und dass sie für immer in den unterirdischen Straßen gefangen sein wird. Und dass mir bald dasselbe passieren wird. Deswegen soll ich dir sagen, dass wir miteinander verbunden sind, Michael. Sie sagte, du würdest das verstehen. Wir sind miteinander verbunden. Und es ist sehr wichtig, dass du dich daran erinnerst. Okay. Verbunden? Was soll das heißen, Colin? Emily hat gesagt, dass es ein Band gibt, das niemand sehen kann. Und das uns mit dir verbindet. Und es deshalb noch eine Möglichkeit gibt, uns zu retten. Aber es kannst nur du tun, solange noch Zeit ist. Sie meint, wenn wir miteinander verbunden sind, gibt es noch eine Hoffnung für uns alle. Kannst du machen, dass alles wieder wie früher ist, Michael? Oh je, Mine. Ich will nicht für immer auf den unterirdischen Straßen bleiben. Kannst du machen, dass alles wieder ist, wie es war, Michael? Miteinander verbunden? Was zur Hölle soll das heißen? Ich verstehe gar nichts. Das ist alles Wahnsinn. Michael, hilf mir! Es tut so weh. Mach, dass es aufhört! Colin, was ist los mit dir? Mach, dass es aufhört! Oh Gott, bitte! Der Arme. Colin! Stimmt, dass es einen Weg gibt, all das hier zu ändern. Dann muss ich ihn jetzt finden. Ich kann das nicht länger ertragen. Ich glaube, niemand könnte das. Oh mein Gott, ist ja grausam. Alter Schwede. Verdammt nicht. Das ist ja... Und Michaels Shirt sieht wirklich langsam mehr rot als weiß aus. Oh mein Gott, ey, so lösen sich die... Zerflossenen auf, das ist ja schlimm, Alter. Der Tobak, Alter Schwede, dieses Spiel, ne? Ist wirklich... Dieses Spiel ist hart. Alter.
hab die Waffe rausgenommen. Zum Glück! Das war das Versteck für Rods Waffe. Jetzt sollten in der Keksdose nur noch der makabere Geruch von Schwarzpulver gemischt mit Vanille sein. Wir haben dann... Oh Gott. Armer Colin. Sein Schicksal war schon besiegelt, lange bevor ich aufgewacht bin. Wo sind nur Rod und seine Frau? Wo ist der Krankenwagen? Ehrlich gesagt, will ich's lieber nicht wissen. Ich würde es auch lieber nicht wissen. Vergiss es. Ich gehe nicht in den Raum zurück. Okay, ist okay. Versteh ich, Michael, ist okay? Wir kommen hier aber auch nirgendwo mehr hin. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Außer, dass wir jetzt Vision hinter Vision bekommen. Haben die Vision das mit dem Band zu tun? Wir müssen auch noch Rose helfen, ne? Und das ist ja auch der Generator. Können wir mit denen irgendwas neu drehen? Hey! Redest du mit? Nee. Ich hab. Das ist der blöde Generator, den brauchen wir. Das ist der einzige Generator, den ich im ganzen Flüchtlingslager gesehen habe. Er ist ein Vermögen wert. Natürlich nicht, wir gehen mal kurz zu Rose. Ist der Spiegel das? Nein, Rose wartet auf jeden. Noch einmal mit ihr zu reden, würde nur die Illusion... Okay, alles klar. Ja, Rose wartet darauf, dass wir sie irgendwie befreien. Ich weiß nur nicht, wie. Ich weiß nicht, wie. Wollen wir einfach mal nochmal zu Kurs gehen? Zumindest ihnen sagen, dass, ich hoffe, dass der blöde Jäger, dass der die Sarah beerdigt. Hallo, Chris. Michael, hast du den Generator dabei? Nee. Nein, ich habe noch keinen gefunden. Aber ich arbeite daran. Wenn wir die Geheimnisse in diesem Bericht lüften wollen, brauchen wir Strom. Bring mir einen Generator und Treibstoff und ich werde dir die Antworten liefern, die du brauchst, Michael. Das werde ich tun. Aber beeil dich, die Zeit läuft uns davon. Ja, Mensch, jetzt bleibt doch mal alle ganz ruhig hier. Kann ich zaubern? Das ist ein Sessel. Na. Hier ist rausgehen. Ja. Tatsächlich. Wand mit Postern. Was hier war das? Tja. Wo sind Rod und seine Frau? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Hier unten können wir da bestimmt nicht mehr anrichten, oder? Ich gehe nochmal hier runter. Ich gehe nochmal hier jetzt gucken. Ist die jetzt weg, die Leiche? Sarahs Leiche ist verschwunden. Anscheinend hat dieser Mistkerl ihren Körper wie vereinbart in Sicherheit gebracht. Na, hoffen wir mal. Hoffen wir es mal. Kann ich da irgendwie nochmal... Oh Gott, die Waffe, ey. Darauf einzuschlagen. Darauf ein... Ich würde gern... Können wir den... Es jagt mir einen besonderen... Brauchen wir den überhaupt? Ich weiß es halt nicht. Was machen wir jetzt hiermit? In dem Revolver sind immer noch zwei Kugeln. Die sich Rod und seine Frau für ihren Ausweg nach Collins Tod aufgespart haben. Vielleicht habe ich ihr Leben gerettet, indem ich die Waffe genommen habe. Oder ich habe sie dazu verurteilt, weiterzuleben. Ja, das dachte ich mir nämlich auch, als ich das aufgenommen habe, aber nun gut. Ein sehr vertrautes... Ich verstehe... Ja, das mit der U-Bahn ist irgendwie auch noch nicht... Die haben keinen Nutzen für mich. Okay. Entschuldigung! Okay, hier ist gerade irgendwie nicht gerade so viel los. Können wir mal nach hier gehen? Ich würde auch gerne erleben, wie der Jäger da reinstürzt hier in das Lager. Jetzt sieht das Licht wieder aus. Ist ja interessant. Ist ja interessant. Ich gehe mal da lang. Hier rein, um Gottes Willen. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier noch was machen kann. Ich hatte jetzt überlegt, vielleicht nochmal mit Uma zu reden. Vielleicht... Wer weiß, aber man kann es ja mal probieren. Hallo. Nee. Okay. Auch nicht. So. Jetzt denken wir mal ganz blöd nach. Was wir machen können. Am besten, ich gehe den Jäger schießen. Sorry, aber...
Ich weiß gerade schon wieder nicht so recht. Ich gucke mal. Ich gucke mal, ob wir überhaupt zu den Negern nochmal gehen können. Selbst wenn wir wollten, ob das geht. Ich kann so nicht. Ne, kann ich nicht. Hier lang? Ist denn hier oben mal was Neues? Besser nicht, aber ich kann. Und mit ihr will er auch nicht mehr reden, ne? Besser abge. Gehen wir nochmal hier hin? Diese beiden Kinder hätten mal. Ich denke. Okay. Da hat sich wirklich nichts verändert. Gut, gut zu wissen. Und dann mal ab hier hin. So wie unser letztes Gespräch gelobt, wird der Jäger nicht zögern, mich sofort zu erledigen, wenn er mich hier findet. Huch, da hat was weggeklickt. Ja, das ist richtig, Maike. So. Und jetzt? Ich habe nicht die Absicht, da wieder hochzuklettern. Ach, in Juro. Ich werde nur Ärger mit dem Jäger und seinen Männern bekommen, wenn sie mich auch nur in der Nähe dieses Kabels finden. Ja, das stimmt. So, wo sind denn? Kann man mir jemand hier verraten? Leerer Platz. Der Boden auf dem Platz ist voller Müll, Schrott und Glasscherben. Hier habe ich meine erste Lehrstunde zur neuen Welt erhalten. Wenn du Probleme vermeiden willst, pass auf, wo du hintrittst. Nur undichte große. Das ist wirklich. Was? Fahrersitz? Verlassenes Auto? Was, aber wie? Und jetzt vielleicht mitgenommen? Ich weiß es ja nicht. Wie könnte ich da. Vergiss es. Maike will nicht mehr an den. Hier, Es wäre zu. Entschuldigung. Aber was sollen wir denn da fotografieren? Mag mir das mal jemand verraten? Ich hab ja immer nur die Kamera. Flup. Was genau glaubst du, was du da. Mein Partner. Na, ist immer das Gleiche. Hier, schieß mal die Beine, da sind zwei Kugeln drin. Keine Frage, dass diese zwei skrupellosen Mistkerle es verdient hätten. Aber der Jäger hat eindeutig gesagt, wenn du ihnen ein Haar krümmst, bist du ein toter Mann. So sehr radikal meine Vorgehensweise, aber. Sprengstoff mit benzinbetriebenen Maschinen kombinieren? Vielleicht ein anderes Mal. Aber abgesehen davon brauche ich dringend so einen Generator. Und er muss in perfektem Zustand sein. Tja. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Was sollen wir denn damit machen, bitte? Moment, nee, das ist ja mit. Grundgütiger, diese Schüsse. Aber irgendwie. Irgendwie schreibt Maike auch gerade nicht so viel hier rein, ne? Kann das sein? Bei Rose können wir auch nichts machen. Da ist die Schminke, da ist die Werkzeugkiste, diese Papier. Der Kleiderhaufen, Weihnachtsbeleuchtung. Nee. Langsam gehen mir die Möglichkeiten aus, meine Lieben. Mit den Rehen? Ständig Kontakt zu diesen. Da kommt nur. Die Farbe von Sitz und Gestell deuten darauf hin, dass es Armeeeigentum ist. Das Motorrad ist sauber und gut gepflegt. Kein Vergleich zu all den anderen Sachen hier im Flüchtlingslager. Wobei das bei den katastrophalen Zuständen hier auch nicht viel heißt. Da können wir mal dahin gehen. Sarahs Leiche ist verschwunden. Okay. Da sagt er nur das Gleiche, wie wenn wir von auf der anderen Seite stehen. Hier ist auch nichts mehr, ne? Nee, hier ist nur noch das Seil. Ich wüsste gerne, wo Rod und seine Familie ist. Mag mir aber auch keiner sagen. Dieses Haus hat schon einen. Hier sind sie auf jeden Fall nicht. Hier sind nur Bücher und hier geht's ja zu unserer Wohnung. Also nach da oben. Komm, wir können doch nochmal fotografieren. Es war in einer anderen Zeit, in einem anderen Leben. Aber ich habe schon einmal ein Foto von der Statue gemacht. Okay, dann halt nicht. Ihr klickt das immer einfach weg manchmal, weil ich schon fertig bin mit Lesen. Es tut mir leid. Manchmal ist das ein bisschen tricky. Alles. Ja? Michael,
Tut mir wirklich leid, aber warte. So. Gehen wir mal hier hin und in unsere Wohnung. Ja, wo ich auch nicht... Ach, wartet mal. War hier nicht... Wollten wir nicht hier irgendwas abmachen noch? Auf die Schrauben einzuschlagen, die die Plan... Auf die Schrauben? Woher brauchen wir überhaupt die Plane? Wie wir mit abschießen? Sieht nicht so aus, als ob... Ich werde nicht darauf schießen. Abgesehen davon habe ich kein großes Vertrauen in meine Treffsicherheit. Ist die Spieluhr? Bei dieser traurigen Musik stellen sich mir die Nackenhaare auf. Emilys traurige Stimme scheint in jeder Note mitzuschwingen. Verdammt. Wo bist du? Wie kann ich dich finden? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht war für den Michael von vor der großen Welle der Inhalt dieses Schranks wichtig. Aber für mich befindet sich nichts von Interesse in diesem Aktenschrank voll alter Zeitungen. Hier war aber nichts mehr drin in dem Schrank, oder? Offener Arbeitsschrank. Tja. So eine Beleuchtung. Ich habe den Eindruck, dass ich sie unzählige Male angemacht habe. Es ist ein... Oh, wie es dich leihen kann. Mann, ich weiß wirklich nicht, wohin hier und... Ich glaube, ich höre etwas von der anderen Seite des Türspions, aber ich bin mir nicht sicher. Verdammt. Hier zu sein macht mich ein bisschen paranoid. Ja, das sind bestimmt Leute, die aber nicht wollen, dass man weiß, dass die da sind. Macht das Sinn? Hier ist noch das Blutfleck. Schild. Ich bin gerade schon wieder wirklich aufgeschmissen, ne? Wir waren jetzt aber auch wirklich überall. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine... Krankenhaus für die Zerflossenen. Ah, das ist aber schön, dass da das geändert wurde. Ich weiß nicht... Ich wüsste nicht mal... Wir haben ja keinen Haken. Ich glaube, es würde nichts bringen. Ein Kabel anschließen. Tja, ein Kabel anschließen. Hier hinten ist auch nichts. Außer dieser Haufen. Dicke Gitterstäbe am Ende der Röhre blockieren den Weg ins Freie. Sie sind extrem hart und fest, fürchte ich. Das ist richtig. Aber da müssen wir auch nicht lang. Also würde er nicht springen, weil wir kommen auch von der anderen Seite ran. Tja, gut. Da muss ich mal, glaube ich, wieder... Wie viel Zeit haben wir? Ja, geht. Mal wieder außerhalb der Aufnahme gucken, was wir hier machen können. Schrecklich. Ich hab null Ahnung. Ich weiß das jetzt... Die Atkinson sind weg, wir brauchen einen Generator, wir sollen Rose noch helfen. I don't know. Hier ist eine Karte, eine Sofortbildkamera, noch so ein Sack und wir haben jetzt eine Waffe. Ziemlich klobig, schwer und bereit für einen Schuss. Und dabei ist es keine Kamera. Meine Hände zittern, als wäre das Ding lebendig. Etwas sagt mir, dass ich so etwas in meinem vergangenen Leben nie benutzt habe. Ja, das ist ja schon mal gut. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich werde offline gucken, wie wir weiterkommen. Das ist so ein kleines Ding an dem Adventure, was mich so ein bisschen... Ich bin eigentlich wirklich... Ich habe schon sehr, sehr viel Adventure gespielt und eigentlich nicht der Typ, der hängen bleibt und eigentlich auch nicht derjenige, der ungeduldig ist. Und aber irgendwie bei dem hier ist es ein bisschen kurios, muss ich sagen. Manchmal... Na, mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob ich einfach gerade einen Denkfehler habe oder ob es wirklich wieder so kurios ist, wie mit diesem... Mit der Scheibe hier, wo ich auch nicht wusste, dass man dagegen liegen. Und ach, naja, ist ja egal. Dann gucken wir mal im nächsten Part. Vielleicht bin ich dann nicht mehr so ratlos. Und ich danke trotzdem fürs Zuschauen, auch obwohl am Anfang des Partes, das war nicht so angenehm. Eigentlich überhaupt gar nicht. Also, der Tettensuch, also, ja, musste ich jetzt nicht unbedingt sehen, wie ein Zerflossener zerfließt. Aber okay. Das Spiel ist halt etwas anders als andere Spiele. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Bis dann. Tschüss.